Ich habe hier was ganz Wildes. Ich denke mal, ihr kennt sie auch. Supercar Blondie. Die hat sich den Maybach Mercedes Pullman angeschaut. Ein 2,6 Millionen Euro Fahrzeug. Da würde ich mal gerne reinschauen, meine Freunde. Das interessiert mich doch. I do it? Yeah, go for it. I think you need to push it up to get the blue. Oh yeah, there you go. How? Bro, what the fuck? I don't get it. I honestly. Das, überleg mal, du gibst. Dieses Auto ist so lang wie ein Bus gefühlt. Guck mal. Wer braucht sowas? Ich saß schon mal in einem Maybach drin. Das ist ein sehr schönes Auto, aber das ist ja nochmal. Das ist natürlich nochmal länger, ne? I've got a new gig, guys. Chauffeur. What's up? Welcome to the channel. Supercar Blondie here. This is Supercar Blondie hier. the most luxurious. I keep saying the most something in the world. This is the most luxurious car I've ever seen. Honest to God. So I'm Okay. going to show you guys around this car. It's got so many features, so many buttons, everything. And I've also got my mate picking him up. His name's Sergi, and I'm going to blow his. Also das Ding ist ja, hinten ist ja das Krasse, nicht vorne, ne? Vorne ist ja nur der Fahrer. Hinten ist ja, Digga, also anders krank. Mind with this car. Come out. This is a crazy How car. What's large is going on? this? How What's you up, doing? man? How you doing? What's this? Doesn't this just like scream, I'm important? Es riecht einfach nach Geld, das Auto. Ich schwöre, die Abgase von diesem Auto sind mehr wert als jeder Tom Ford Duft. I've never seen this in my life. I've never seen this in my life. This is the first time for me as well. It's like a presidential car. Yeah, this Ist krass. car, guys, is basically made for presidents, for royal family, for yeah, I You like mean, you presidents? dress the part, you know. I'm ready, I'm ready. Take a look at how long this car is, guys. In welche Garage passt so ein Auto rein? Wer braucht sowas? 6.5 Meter long. Also, das ist ja nochmal verlängert, das Chassis. Das sieht man hier. Dieses Zwischenstück hier hinten ist, glaube ich, eingesetzt. Normaler Maybach ist nicht so lang. Normaler Maybach ist, glaube ich, ist ja S-Klasse. S-Klasse Long-Version Maybach ist das ja dann, glaube ich. Also, ich glaube, das ist S-Klasse Long-Chassis. Der ist dann 5,50 Meter oder sowas. Aber das ist 6 Meter, Digga, ist es. What I did is I did a little Google on giraffes, and the world's tallest giraffe, if you were to lay that giraffe down lengthways, this car would still be longer than the giraffe. That's kind of crazy, That's right? a really crazy Digga. comparison too. I would have thought giraffes would be a lot longer, but there you go. This is the Mercedes Maybach Pullman. Digga. Einfach nur Wahnsinn. Also man kann sagen, was man will. Man kann wirklich sagen, was man will. Aber Mercedes ist, was Luxus, Interieur zumindest angeht, Motorisierung, generelle Feinabstimmung von Autos, muss ich ehrlich sagen, Leute. Ist Mercedes einfach State of the Art? So, ich will auch an der Stelle nicht flexen. So, ich bin eine Menge schöne Autos gefahren und so. Und sicherlich noch nicht alles. Aber am wohlsten fühle ich mich wirklich, und das meine ich so, in einem Mercedes. Weil Mercedes dann doch wirklich sehr, sehr wertig abgestimmt und wirklich gut ist. Also tatsächlich. BMW ist auf keinen Fall besser als Mercedes. Definitiv nicht. Definitiv ist Mercedes immer luxuriöser als BMW. Zumindest in meinen Augen. BMW mag vielleicht in der Motorisierung anders sein und sowas, aber ich persönlich, also ein vollausgestatteter Mercedes ist immer ein Stück besser als ein vollausgestatteter BMW. Meine Meinung. Schreibt einer in den Chat, Bugatti ist schneller. Ja. Und ein vollgetunter Honda Civic wahrscheinlich auch. Und jetzt? Wir reden vom Interieur, wir reden nicht vom Gesamtpaket, nur vom Interieur. Und da steht Mercedes und Bentley, keiner was nach, glaube ich. Vielleicht ja Rolls-Royce. Rolls-Royce wahrscheinlich auch. Pullman was actually used to describe luxury coaches back in the day, like train carriages. Because they like pull on the actual vehicle, maybe. They pull, man. They They pull. pull, Let's run with that. Yeah, that's man. exactly right. So Pullman, so they've kind of taken. Bro, sie hat eine wilde Richard Mille, guckt mal. Let's run with that. Yeah, that's exactly. Sind eine Richard Mille? Ja, ne? Digga, die ist komplett. Digga, das ist.
Ist das keine Richard Mille? Das sieht aber aus wie eine Richard Mille, oder? Schaut mal hier. Die Uhr. Ne? Es ist so eine Richard Mille. Junge, die ist komplett. Digga, die ist komplett am Drippen, Alter. Bro. Korrigiert mich im Chat, wenn es nicht richtig ist, aber ich glaube schon. Right. So Pullman, so they've kind of taken that luxurious like name and put it on this car basically. This is brand new, this car. It's for sale at Q Motors here in Dubai. How much do you reckon it goes for? Frank Müller ist eine okay. Brand new. Ist keine Michael Kors auf jeden Fall, Bro. It's a 2016 model, but 0 kilometers on the clock. No one's ever driven this car. I'd say a lot of dollars. Eight. Frank Müller, okay, sag mir gar nichts, Digga. $170,000. That's a lot of money. That's a lot of money, right? But actually, this one's a steal because they can go all the way up to $1.8 million. Hat sie nicht am Thumbnail irgendwas von 2,6 Millionen? Bin ich dumm? Ja, 1,8 Millionen, trotzdem krank. Well, what's the difference? So you can get one with like military capabilities. So well, you like can guns and like. No, Digga, wahrscheinlich kugelsicheres Glas und alles. That, I'm not sure if they do it for you. What it does. Dena ist Supercar Blondie auf Wish bestellt. Ja, auf jeden Fall, Alter. Vom Körper her safe. Does is it has like. Trippt die mit Off-White Ohrring auch, Digga. Sie ist wirklich rich, wa? On the carriage protection for like grenades. Könnte aber auch eine Millie sein. Ja. Grenades go off. And also bulletproof doors. This car is based off the Mercedes S-Class. Genau, ich habe ja gesagt, S-Klasse Long-Version, ne? Verlängertes Chassis, gepanzerte Türen, gepanzertes Glas, gepanzerter Überrollkäfig nochmal drin. Also das ist halt eine Sache, ich glaube, wenn du 150, 60 Millionen am Konto hast, dann gibst du sowas für deine persönliche Sicherheit einfach aus. Weil das Ding ist Sicherheit, Luxus und Flex und Drip. Vor allen Dingen hat das Ding ein V12, denn das muss man sich auch mal vorstellen. Also es ist kein V8B-Turbosauger, sondern, ne? Right, but it is over a meter longer than the standard S-Class. Ja, ja, genau. Genau das, was ich gesagt habe. Dieses Compartment hier ist komplett eingefügt. Genau. Weil der normale Maybach hat das nämlich nicht. Da saß ich nämlich schon mal drin und der ist auch schon big Drip. Den kann ich mir aber nicht übers VIP-Leasing ziehen. Wäre auch komplett überhoben, wäre auch komplett over it, weil wenn ich einen Maybach habe, dann fahre ich den nicht selber. Das mag jetzt ein dummes Statement sein, aber ein Maybach, da hat man immer einen Fahrer bei. Da sitzt man hinten, da sitzt man nicht vorne. Das klingt dumm, aber die Leute, die Maybach besitzen, die lassen sich damit meistens fahren und fahren damit nicht selber. The only thing that I'm not loving. Wie Turbosauger, ja, Digga, ich hab da gerade reingeschissen. This point is the rims. What do you think? And I completely agree with really? That. Really? Yeah. I was actually going to say that the entire car is super sick. Yeah. But the rims are so tiny. They and look like tiny, right? Anti, yeah. Anti. Like these, exciting. Like the tires look so massive. And then you've got like these tiny looking like rims. Yeah. Madame Selina, ein Bruder von mir hat einen Maybach. Der andere Bruder ein S63, anderer Bruder ein GT63S. Schönes Auto habe ich auch. Ein AMG. Ich ein AMG GT und meine Eltern haben ein GLE. Okay, jetzt die Frage. Wieso giftest du hier nicht mal 6000 Subs? Was soll die Scheiße? Joke. Like if you pimped out the rims, yeah. That'd be sick. Like this looks like it's already bulletproof. Yeah. This is sturdy. I mean, this is a massively thick tire. So, throw some 22s, black it out. Boom. Okay, are you ready for this? That's what I came here for, so. Ready? Die Felgen finde ich auch gar nicht schön, muss ich sagen, gar nicht. Ready, guys? Look, first of all, just look how big this door is. Jesus. Look at this! Ah, das sind diese Selbstmördertüren, die so rum aufgehen, ne? Sie heißen das so, oder? Right, okay. Actually, so Kelly, danke schön für deinen Zap. Kuss, vielen, vielen Dank. Ah, okay, man sitzt also gegenüber hinten. Man hat 4 Sitzplätze gegenüber. Okay, das ist. Nee. Das ist kein Sitzplatz gegenüber, oder? Das ist Beinfreiheit. Das ist Ablage für die Beine. Right, I'm gonna blow your mind. Doch, ist. With all the features. Hä? Aber hier ist ja ein Bildschirm, da kann dich ja keiner hinsetzen, oder? Okay, ich bin mal, das sind Betten, ne? Das sind Betten. Come join me. All right. First thing I want to show you is these two are like the VIP presidential chairs, okay? Mm-hmm. But if you have your assistants with you, boom, ah, okay. Two chairs appear. Ach so, okay. Boah, Digga, was? Boom. Okay. Macht Sinn? Ist krank. Ist krank, wie das einfach aus... Digga, das ist ja wild. This is for like the camera person, so he can sit as well. You're welcome too.
Nice. I can still stretch out my legs. Yeah, it's still like quite roomy, right? Yeah, yeah. Instead of reaching, see, I couldn't even reach. You've got a door close button like in a Rolls Royce. Natürlich, ganz klar, muss man ja haben. Here we go. Boom. Könnt ihr mir sagen, was man will, aber diese Window Shades hier sind absolut hässlich. Die sind absolut beschissen, Digga. Die sind wirklich komplett hässlich. Nice, huh? Nice. Wow. This is 100 times cooler with all the doors closed because it looks like it's nighttime. Yes. Zicking, bro. Dankeschön für den Resub. Kuss. Vielen, vielen Dank. Right, let me pull my chair back because you're kind of in a sleeping position. I love this, though. This is nice. Look, this reclines to about 45 degrees. Okay, and you've got plush little pillows behind your head, which is nice, right? I can feel that. See this blue skylight here? Yeah. We're actually going to change the color. That's this button. If you push this, look what happens up here. Boom! Huh? How does that even work? Krass. I think it's got like, actually I don't know, like some kind of electromagnetic field that then like disperses. Do you know it's like opaque and then... Er ist komplett lost, er versteht gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie es abgeht. Yeah, just made that up. Okay. You kind of got me going. You can either have like full, like bright, or you can be like dim. Can I do it? Yeah, go for it. I think you need to push it up to get the blue. Oh yeah, there you go. Krank, krank. Kann man natürlich auch nochmal komplett schließen wahrscheinlich, ne? How? Ja. Kompletter Müll, lieber ein Opel. I don't get it. I honestly I don't know either. It's one of those things we just accept. Let's open up the curtains. Now the curtain button is here, Sergi. Überleg mal, du hast ein Du hast einen Knopf für die Vorhänge. Even this little tiny one. Yeah. Look at these baby little curtains here. Das ist like eeny meeny miny ones. Yeah, nice. Okay. So you can even, you could have all of these curtains open and then just have these ones closed for privacy so no one can see who's sitting back here. Das sind aber wirklich, die sind aber wirklich hässlich, Alter. Diese komischen Vorhänge sind wirklich hässlich. Wanna do some work or just put your... Einfach deutsche Flugzeug, wirklich. This one and then around. Das ist natürlich blöd, dass der nicht automatisch ausfährt. Das ist natürlich jetzt belastend, na klar. Ja, yeah. And then... You fold that baby out and look, it even says quality. Oh wow. Then it's gotta be quality. It's gotta be quality. I mean, who am I to argue with that? This is my favorite bit. Look here. Oh, eisgekühlter Champagner wahrscheinlich, ne? Kühlschrank. Oh. Ja. Das hat's dem normalen Maybach, gibt's das teilweise auch, dass du hinten einen kleinen Kühlschrank drin hast. Das gibt's beim Rolls-Royce teilweise auch. Weiß ich nicht. Also das sind so Dinge... Das ist wie bei Pimp My Ride, wenn sie ein Aquarium in den Unterboden gemacht haben und Goldfische neben deinen Reifen schwimmen. Verstehe ich nicht, also. Maybach branded champagne glasses. Auf der anderen Seite, wenn du überrich bist, Digga, und du bist halt da und stößt auf einen dicken Deal an, ja, dann hast du halt so eine Karre, ne? Warum nicht? Okay, look, there's some Maybach. S-Class hat sowas teilweise auch, ne? And because it's not made out of crystal, because you know in a Rolls Royce you get crystal ones, there's no, like you can't damage it, it's not going to break. It's unbreakable. You know, it's like, well, I don't know, we could try, but I don't really want to have to pay for it. If you're posh enough to be in this car in the back seat, the VIP, you don't want to hold it, right, while you're drinking. Klar, natürlich. I guess that, yeah, maybe. Es gibt sicher den Champagnerhalter. Natürlich gibt es einen Champagnerhalter, das ist ganz sicher. Check this out. Oh ja, natürlich. Right. Here are your normal cup holders, right? Die hatte ich im GT auch drin, warm und kalt hinten in meinem ersten GT. Da hatte ich hinten auch diese Luxusleinen drin, wo ich hinten in der Mitte einen Bildschirm hatte. Ganz, ganz dumme Idee. Ich hatte nur retardete Freunde, die ganze Zeit Michael Wendler hinten angemacht haben, weil die darüber über das Audiosystem verfügen konnten. Werde ich nie wieder machen, hinten irgendwem irgendwas an Features einräumen. Ich nehme den Leuten sogar hinten jetzt die Airbags weg. Mir ist alles egal. Ja, und das kann man halt warm und kalt machen, wenn man möchte, wird sie wahrscheinlich jetzt sagen, ne? So, if you try and put this in here, it's just not, like, it's gonna wobble. Naja, ja, nervig, ne? You're klar, klar, natürlich. Dom Perignon's gonna spill everywhere. Natürlich, not klar. Good. Ja, ja. So, glaub nicht, dass man dann Dom Perignon trinkt wahrscheinlich, oder? Ich glaube, da wird es sicherlich noch teureren Champagner geben, wenn man so eine Karre hat. Look what it has. It has dedicated champagne holders. Richtig. You just pop this, and then you pop this in here.
Boom. Wow. Wichtig. Boom. Das ist wichtig. Das sind so Sachen, die ich brauche, wirklich. Look at this. That's so over the top. What the hell? But it's so cool. How freaking cool is that? And braucht man. Here, I love this. You can. Ja, ja, genau. Das habe ich auch gehabt. Es ist voll nice, tatsächlich sowas zu haben, aber letztendlich, Leute, man braucht es wirklich nicht großartig. Coke, you want to keep it cool. Or you can heat them, if you got a coffee. I've never seen that anywhere. Das ist so das Ding. Man gewöhnt sich an sowas halt, glaube ich, einfach auch viel zu schnell. Ne? Also, keine Ahnung, ich kenne halt Mercedes-Interieur mittlerweile so gut, weil ich halt immer, und auch hier an der Stelle wieder No-No-Flex so, aber halt immer sehr, sehr gut konfigurierte Autos halt gefahren bin von Mercedes. Ein paar Sachen sind natürlich schon neu, wie so ein Champagne-Holder auf der anderen Seite. Schon, ja, also es gibt so Sachen wie so ein Getränkehalter mit Warm-Kalt-Funktion, sau nice, aber ich habe ihn nicht genutzt. Freaking love all these little details, so cool. Do you feel heat? You must do. Wie kriegt man das Glas wieder raus? Gar nicht, das muss dann da drin bleiben. Right. Hey, you feel a little... Yeah, on the bottom. Yeah, yeah, on the bottom. Yeah, it's cool. For cold, for hot. That's all right. Crazy. Now, this, we've got more. Mm-hmm. Oh wait, there's more. Da sind die Flaschen drin. Da sind jetzt die Flaschen drin, oder? Ja. Natürlich. Look at this. It's a fridge. Genau für zwei Champagnerflaschen. Not only one champagne bottle. Natürlich. Champagne bottles, it fits. Drei Stück, stimmt. Drei Stück passen da rein. Weil man muss ja auch sagen, wenn man mal einen fetten Deal hat, ne? Hey Siri, suche Code. Digga, sau funny. Ich hab Siri aus. Dankeschön für deinen Sub und trotzdem für das verschwendete Geld an der Stelle. Muss man ja sagen, wenn man natürlich dann einen fetten Deal hat und mal wieder 20 Immobilien gekauft hat, dann muss man natürlich hinten auch direkt drei Champagner trinken, nicht nur einen. Das ist ganz wichtig. Look. In super deep. One, two, and then you've got another little compartment up here. Ich würde da irgendwas Süßes reintun wahrscheinlich, ne? A bit old school, this is a CD. Oh. CD. I don't think I have any CDs anymore, do you? I'm just pressing buttons. Yeah. What is this do? What is this do? Oh, and... Das ist doch nicht für CD, Bro. Bist du lost? Das ist ein Blu-ray-Player für die Bildschirme wahrscheinlich, oder? Das ist ein Burmeister-Subwoofer hier oben. Und zumindest eine Sub-Einheit, kein ganzer Sub, aber zumindest eine Bassbox. By the way, wie spricht sich's aus? It's like a massive speaker. It's a big ass speaker. So, there's, you can really only see this one, and then you see a few speakers around here, but. Ja, Burmeister Surround Sound ist das, glaube ich, ne? Dieses Full-Upgrade-Ding habe ich bei mir im GT auch drin, hat mich leider Gottes das Dachfenster gekostet, bin aber leicht audiophil, von daher hat es sich gelohnt. You know what it has? It actually has. Man scheißt einfach auf die Ledersitze oder halt in das Champagnerfach, man kann da einfach reinkacken, ja. As surround sound. Mhm, habe ich auch. 24 speakers. Gut, so viel habe ich glaube ich nicht in meinem GLE drin. In dem GT glaube ich gerade zwei. Ich glaube, vorne allein 8 und hinten nochmal 4, 12 oder 16 Speaker müssen es trotzdem sein. Ist trotzdem krank. Soundmäßig, ganz ehrlich, wenn ich irgendwas an Skizzen bekomme, zum Abhören oder so, oder Mucke, höre ich die am liebsten in meinem Auto, das ist so. Look, there's another massive one up there. Those are huge. Aber das ist nochmal was ganz, ganz anderes halt, ne? These two buttons. Natürlich. Watch what happens up here. Okay. Jetzt fährt dein Fernseher hoch, ne? Ah klar, okay, klar. So now natürlich. You can like have your presidential meetings and stuff, right? And then you can also change. Boom. Oh. Boah, das ist wild. Sowas finde ich immer geil. Sowas finde ich immer geil. Ich habe den Viertürer, ja. Oh, that's that alien technology again. Yeah. How cool is that? Das finde ich krass. Ich glaube, das sind kleine Kristalle irgendwie, die elektrisiert werden und dann halt tatsächlich durchsichtig oder blickdicht sind, das weiß ich nicht mehr genau. So you can see the driver or not see the driver, whatever you fancy. How does this work? I don't know, let's just not even question it, yeah. Okay, and then look. Look at what this one does. Kanoni, danke schön für den Subkuss. Nice. TV! Nice. It's a good size too. Hätte noch ein bisschen größer sein können, oder? Also ich hätte jetzt da auch einen Beamer gesehen mit Popcorn-Maschine. A little house, man. It's not even a car, it's just a little house. Ja, ja. Man kann auch da reinscheißen. Right? Schon wild. It's more expensive than most houses, though. Yeah. Wichtig wäre halt irgendwo noch einen HDMI-Anschluss zu haben, damit man Switch oder so Konsole irgendwie anschließen kann. Das wäre natürlich geil, wa? Okay, so you've got the Maybach logo coming up and then, look, what you Media Center, here, full-size TV remotes. Lol. Is there two of them? Yeah, there are two.
Because you've got so many TVs, right? You've got TVs on the underside of these chairs and you've got a TV up here, so you need lots of TV remote. Ist diese Folie immer da drauf? Nee, oder? Imagine, du fährst ins Autokino, aber bist gar nicht im Autokino, sondern guckst in deinem Auto im Autokino Kino. Everything is closed there and you can't talk to the driver. You've got this button here and it's an intercom. So you just press this and it goes on. Look. Imagine, du bist so abgehoben, machst das Fenster hoch und du rufst nur noch über dieses Intercom mit deinem Driver, Digga. See the red? Im dritten Stock sind die, im Kellergeschoss ist der Pool auch drin. That's when you know that the driver can hear. Xna, natürlich kann man mit Amazon Prime subben. Ausrufezeichen Prime. Was soll die Frage? Natürlich, ganz klar. What you're saying? And then you talk to the driver just like this. Okay, this now. Is your driver's Whoa. Where would you like to go? Oh my god, that's mad. Madam, yes. Where would you like to go? That's. Can you hear us? Heck yeah! That's Digga. So cool. Geisteskrank. Yeah, Supercar Blondie in the back. And es gibt doch Einbauschränke und Julenko hat seine eigene Bar hinten drin. Sergi. Fantastic. Yeah. I'm How crazy is yeah, that? That is Look, you've got three little analog devices here. And you can even check how fast the drive. Der fährt ja nur 240. Also das Tacho geht ja nur bis 240. Das ist natürlich lächerlich. Da, also tut mir leid. Jede Reisegeschwindigkeit in meinen Augen unter 260 ist für mich nicht akzeptabel. Und hier nochmal die Drehzahl, ne? Ah ne, die Temperatur natürlich. Wo hängen sie gerade? Was ist das? 35 Grad? Wahrscheinlich in Dubai oder sowas. Billigkarre, Mann, du sagst es. We've got little Maybach pillows, of course. Natürlich. They're quite comfy, actually. I didn't think they would be, because they're leather and they're hard. No, they're super comfy. But they are really comfy, aren't they? Look at my leg. Sag einfach schnell, dass es müssen ja Massagesitze sein, ganz klar, oder? It's going up like this. How nice is this? Yes. And then pull my yeah. Just show how much room you have. I'm all the way back here now. Janis, 135, außer im Prime in Chat. Du sagst es, Bro. Dankeschön für deinen Sub. Kuss, vielen Dank. Das ist ja das Ding. Du bist damit nicht der Fahrer, wenn du dieses Auto besitzt. Dann hast du einen Fahrer. Rustobi, danke für deinen Sub. Kuss. Vielen Dank, Bro. I can drive if you guys trust me with Alright, no, I'll drive. I don't trust you, Sergio. I suppose you just need to close it, huh? I was like looking for a door close button, but I think you just close it normally. Door close, soft close. Mm-hmm. Alright. Hat hinten die Massagesitze vergessen, ne? DNTV29, Dankeschön für deinen Prime-Sub, was geht? Kuss. Jetzt ist es soweit, Leute. Wir haben wieder einen Hype-Train. Jetzt liegt es wieder an euch, den voll zu machen. Ansonsten bin ich schwer enttäuscht und ich bin ehrlich, ich stehe vor der nächsten großen Investition. Irgendwo muss das Geld herkommen, also Ausrufezeichen Prime in den Chat oder giftet mir Subs, irgendwas. Leute, es ist mir auch scheißegal. Also ganz ehrlich, einfach jetzt mal hier Geld ausgeben. Karl S. hat drei davon, ja, mit dem Geld von Inscope. Divinio08, Dankeschön für deinen Prime-Sub. Kuss, vielen, vielen Dank. Kim Magic, Dankeschön für deinen Prime-Sub. Da ist der Hype-Channel Level 2 direkt, meine Freunde. Weiter geht der Hase. Dankeschön. Ich habe selbst kein Geld. Das ist wirklich dein Problem. Komm in den Bücherclub. Whoever gets this car, please pimp the rims. Please. Ja, wirklich. So worth it. Okay, here we go, in the driver's seat. It's very upright and I don't drive very upright. There's not much space here, honestly. It feels a little cramped. Ja gut, der Großteil des Platzes ist halt hinten, ne? Für den Fahrer tatsächlich. Ausrufezeichen Prime in den Chat, meine Freunde. Prime Chat it in. I've given all the space to the to the guys in the back. Rightfully so, I suppose. Okay, I'm gonna activate the speaker. Put your glass divider up. Yeah. Okay. Sir, we have just arrived at McDonald's. What would you like? I'll take a number 4 with extra large fries and a Diet Coke. Right, pass the money forward, mate. Gagi Gyros, danke schön für deinen Sub, Mashallah, für den gifted Sub an Steisen. Danke schön, Bro. I'm not gonna pay for your broke ass. I'm trying to figure out how to put this thing down. Ich würde da hinten nur Scheiße bauen. Ich würde nur Scheiße bauen. Oder als Fahrer noch schlimmer. Ich würde richtig fett scheißen die ganze Zeit vorne. Also so richtig furzen. Und wenn das so richtig sich angesammelt hat, würde ich vorne Lüftung auf 120% drehen. Diese Fenster runter machen. Dass der ganze Gestank nach hinten weht und wieder hochfahren. Und dann wahrscheinlich entlassen werden. Aber ganz ehrlich, ist es wert. Dankeschön, Kili461 für deinen Gifted Sub an JanW84. Kuss, Dankeschön. I can't do it, you gotta pay. Oh.
Just pass the cash through here, mate. Yeah, good. All right. Commander Jan, danke schön für deine 500 Bits. Vielen Dank, Bro. Kuss. So it's a bit turbo V12 with 530 horsepower. That's what we're working with. Look at this. Ich sag's so, wie es ist, Leute. Wenn wir den Hype-Turnier auf Level 5 schieben, dann gehe ich heute nochmal ins RP rein. Ja, man muss auch mal motivieren. Anders geht das hier nicht. IWC Watch hier. It's very nice, isn't it? Da hat jemand reingeschifft, ja. This is the gear lever. Just like in a Rolls. And off we go. Hummelmaus, dankeschön für deinen Resub. Für deinen Sub. Kuss, willkommen. Dankeschön für deinen Sub. Doesn't feel heavy. Also wie gesagt, GTA 5 RP würde ich machen, aber dann muss da natürlich auch auf GVMP, dann muss ich hier auf der Hype-Train natürlich an der Stelle auf Level 5, das ist ganz klar. Oh, Fappen Dog Gorilla hier mit 5 Gifted Subs. Man muss nur richtig baiten, ne? Ja, ja, Digga, dankeschön für deine 5 Gifted. Dankeschön, Fappen Dog Gorilla, Kuss, dankeschön. When you're driving it, it doesn't really doesn't feel like you're driving a massive limo. Is this the protected one? Are we protected? No. From any threats? No. No. For $870,000, you don't get bulletproof protection. Sorry about that. You are going 20 kilometers per hour. I can see it on my... Ey, kugelsicher Autos sind so teuer, ne, wirklich. Slow down, are you crazy? We're going so fast. Guckt euch dieses Schiff an. Wendekreis von einem LKW, Digga. Gar keinen Bock, sowas zu fahren, ne? Goldene G-Klasse, Digga. Das muss irgendwo Emirate sein, irgendwas. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwer von Twitch, dankeschön für den Gift-Sub an Feldkoch. Feldkoch, was geht? Willkommen. Vielen, vielen Dank, Mann. Ist dein Auto kugelsicher? Absolut nicht. Kann man mit Studenten Prime nichts subben? Doch, kann man. Alright, that's it guys. I hope you enjoyed the video. Give us absolute a quick thumbs up. And if you haven't joined the Supercar Bobby family yet, do it now. Also, Fazit all in all. 10er, ich kauf's mir auf jeden Fall, definitiv. So.